Ich verrate euch heute, wie ich mein Low Carb Porridge zubereite. Ich mache es gerne, wenn man sich morgens mal irgendwie ja, mit einem Magenproblem aufwacht oder sich irgendwie aufgedunsen fühlt und man einfach nichts Kaltes möchte und schon gar nicht Brot oder Brötchen, geschweige denn Rührei zum Frühstück möchte. Und mit meinem Low Carb Porridge, da fühlt man sich gleich besser. Man hat zwar was im Magen, es ist aber schön leicht und ist gar nicht so schwer verdaulich. Ich zeige euch, welche Bonis ihr da noch reinmachen könnt, damit es besonders cremig ist oder ein bisschen Würze bekommt, damit euer Porridge nicht immer gleich schmeckt, beziehungsweise auch ein bisschen eine warme Note kriegt oder ja, nochmal so ein paar Bonis hat, dass es noch etwas gesünder ist. Ich zeige euch jetzt das Rezept, freue mich schon drauf und würde sagen, wir legen los. Allererstes mache ich Wasser in den Topf rein und dann stelle ich den Herd an und lasse das Ganze erstmal schön aufkochen. Das Wasser kocht schon, jetzt kommen alle Kerne rein und zwar gebe ich einmal Leinsamen dazu, dann Chiasamen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und das Ganze lasse ich jetzt erstmal kurz quellen. Und dafür stelle ich auch ein bisschen den Herd runter. Während unser Porridge so langsam vor sich hin köchelt, bekommt er so eine glibbrige Konsistenz. Das ist gewollt, weil das durch die Chiasamen und durch die Leinsamen quasi, da lösen sich die Stoffe und es wird dann halt einfach natürlich angedickt. Ihr könnt jetzt das Ganze etwas cremiger gestalten. Dafür habe ich einen Apfel genommen und ein Stück davon klein geschnitten und das kommt jetzt in das Porridge dazu. Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen würziger machen und dafür habe ich ein Stück Ingwer auch klein geschnitten und das kommt auch noch in unseren Porridge. Plus noch für die warme Note etwas Zimt. Ihr könnt aber auch gerne Kardamom nehmen oder Sternanis. Das schmeckt richtig gut da drin. Ist jetzt fertig. Zum Schluss könnt ihr entweder einen Schluck Pflanzenmilch oder Pflanzenjoghurt oder Pflanzenquark unterrühren. Dann bekommt ihr nochmal so eine milchige Note. Ihr könnt natürlich auch normale Milch nehmen und normalen Joghurt und normalen Quark. Das würde ich euch allerdings nicht raten, wenn ihr tatsächlich irgendwas mit dem Magen habt. Da ist vielleicht Milchsäure nicht so das Beste. Dann rühre ich das mal hier unter. So, dann müsst ihr euer Porridge nur noch umschichten. Ich tue das jetzt hier mal in eine kleine Schüssel. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, natürlich auch nur, wenn es euch jetzt nicht so schlecht geht, auch noch frische Früchte bzw. gefrorene Früchte drauf machen. Ich habe jetzt hier so eine Beerenmischung. Und natürlich, wer mag, auch noch ein bisschen Zartbitterschokolade. Könnt auch gerne zuckerfreie nehmen. Und je höher der Schokoladenanteil, desto besser ist es natürlich. Die Schokolade schmilzt auch so wahnsinnig gut in dem warmen Porridge. Ich esse das total gerne. Gerade im Winter. Im Winter habe ich meistens gar keine Lust auf Bowls, weil mir das dann alles hier zu kalt ist. Bowls sind ja auch teilweise gefroren oder ja schon eher kühler. Dann kommt mir das genau richtig. Und fertig ist unser Porridge. Ja, das ist das Rezept für mein Low Carb Frühstücksporridge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch nicht meine neuesten Videos. Und auf Instagram könnt ihr auch noch vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich probiere jetzt mal meinen Porridge. Ich liebe es. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Ich habe es ja schon 1000 Mal gegessen. Eigentlich winters fast jeden Tag, ja. Doch. Ich esse das richtig gerne. Und genau, wenn es euch nicht so gut geht, würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe euch ja gesagt, auf was ihr achten müsst. Nicht so viele Früchte oder gar keine.
Nehmt einen schönen Apfel, der ein bisschen, ja, der zum Kochen und Backen geeignet ist. Dann zerfällt er auch richtig schön. Dann probiert es jetzt mal. Macht schön viele Gewürze dran. Dann schmeckt es auch richtig nach was. Ich liebe es, wenn die Schokolade da drauf ist. Die schmilzt ja dann so ein bisschen. Schmeckt so lecker. Ich mag das einfach. Auch den Ingwer da drin, Kurkuma ist ja auch super gesund. Die warme Note vom Zimt liebe ich da drin, also einfach alles. Probiert's gerne aus. Ich würde mich freuen und dann sage ich schon mal ciao und bis zum nächsten Mal.